Die Hamburg Towers gut gelaunt, obwohl sie bisher noch kein Heimspiel im Eurocup gewonnen haben. King und Durham wollen das ändern gegen Markus Pisu und einen ehemaligen BBL-Spieler. Max Heidegger kommt mit Rea Venezia nach Hamburg. Das Hinspiel hatten die Italiener gewonnen und Hamburg möchte sich natürlich vom eigenen Publikum nicht ohne Heimsieg in dieser Eurocup-Saison verabschieden. Es ist eine schwere Aufgabe, denn Venezia bringt auch noch den italienischen Nationalcenter Tessitori mit, der gleich zu Beginn die Hamburger Center in Schwierigkeiten bringt. Aber die Towers in Weiß halten gut dagegen, haben auch ein bisschen Glück. Hier fällt der Dreier für Will Christmas. Venedig immer wieder mit Power unterm Korb, zieht viele Fouls und hat auch Zirkuswürfe im Repertoire. Achtung, der geht oben auf das Brett und fällt rein für Ray John Tucker, der am Ende auf 10 Punkte kommt hier. Das sind seine spektakulärsten vom Topscorer der Italiener, die schon vor diesem Spiel auch keine Chance mehr auf das Erreichen der Playoffs hatten. Neven Spahia wollte einiges testen von seiner Mannschaft. Und jetzt Achtung, hier die Situation. Da kippt Aljami Durham um, weil er am Fuß von Heidegger hängen bleibt, knickt schwer um, war ja neulich schon raus mit Knöchelverletzung, fehlt den Rest der Partie. Für die Towers besonders bitter, der Topscorer nicht mehr dabei. Und für Venedig klappt natürlich einiges, auch hier für Sims, der mit schönem Flamengo-Shot dazwischen geht. Aber Hamburg verteidigt gut und kommt so zu leichten Zählern und bleibt in Reichweite. Der Abschluss für Christmas, der am Ende starke 22 Punkte für die Towers verbucht. Aber die Italiener mit der letzten Antwort, der starke Marco Spisu, der immer dann scored, wenn er scoren muss. Die Pausenführung mit 11 für Venedig und Benka Baloschki muss sich mit seinem Trainerteam was Neues überlegen für die zweite Halbzeit. Zunächst einmal Venedig durch Heidegger. Ja, da ist der Dreier, so kannte man ihn noch aus Oldenburger Zeiten, treffsicher von Downtown. Aber er ist dann auch auf dem Feld, als die Italiener den Vorsprung schmelzen lassen. Und dann kommt Wohlfahrt Bottermann, wieder stark in der Defensive, aber hier auch mit einem Ausrufezeichen offensiv. Hamburg gleicht aus und Hamburg hat jetzt Selbstvertrauen. Achtung, der junge Niki Krause macht ihn rein. Niklas Krause mit 4 Punkten und einigen richtig tollen Plays. Und Hamburg tatsächlich nach dem dritten Viertel vorne. Aber die Italiener haben Antworten und vor allem Markus Pisu hat die Antworten. Hier sein Dreier noch nicht drin. Dafür hat er dann Tessitori, der am Ende auf starke 15 Punkte und 5 Rebounds kommt und dann übernimmt Spisu gegen die jungen Hamburger Guards höchstpersönlich. Einer nach dem anderen fällt für ihn. 25 Punkte, dazu 5 Assists. Eine ganz starke Vorstellung von ihm. Venedig gewinnt 90-83 in Hamburg. Wieder nichts mit dem ersten Heimsieg der Eurocup-Saison. Ich glaube, wir haben vor allen Dingen nicht aufgegeben. Und das war das Wichtigste. Wir hatten eine Reaktion im dritten Viertel gezeigt, dass wir das Spiel nochmal drehen wollen, nochmal rankommen wollen. Im besten Fall das Spiel drehen und gewinnen. Aber ja, ohne Al natürlich schwierig. Ich glaube, dann ist es natürlich ein Riesenloch, gerade auf der Point Guard-Position, das Spiel zu organisieren. Die Pro B-Jungs, oder muss man ja so sagen, die Jugendspieler haben das super gelöst. Wirklich Props an Niki heute, Krause, ein super Spiel gemacht. Ich denke, das spricht auch so ein bisschen für die Entwicklung im Eurocup. Entwicklung ja, aber einen Heimsieg gab es in dieser Saison nicht. Am Ende freut sich Venedig über den 8. Erfolg. Mit den Playoffs haben beide Teams nichts zu tun. Hamburg verliert auch das 9. Heimspiel der Saison. 83-90 gegen Venedig. Alle Spiele des Eurocups live.